Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 23. Mai. Heute haben wir folgendes Siegel. Das erste Siegel ist Carina. Das zweite Siegel des heutigen Tages ist Anada. Und unser drittes Tagessiegel für heute ist Lemati. Wow, heute haben wir wieder das doppelte Vertrauen sozusagen. Heute ist ein Vertrauenshingabetag. Ja, Carina, als erstes Siegel hilft uns dabei, in unsere Essenz zu gehen. Es ist wieder eine Anbindung an den heiligen inneren Raum, über den ich in den letzten zwei Tagen gesprochen habe. Ja, was ist unsere Essenz? Unsere Essenz ist der Teil von uns, der niemals vergessen hat, dass er göttlich ist. Ja, dieser heile, vollkommene Kern, das steht auf jeder meiner Unterseiten, auf meiner Webseite, ruht in jedem Einzelnen von uns. Der ist vorhanden, der weiß, wie erfülltes Leben funktioniert, wie Gesundheit funktioniert, wie die Berufung funktioniert, wie Gottgleichsein funktioniert, wie Schöpfersein funktioniert. Dieser heile, vollkommene Kern, das ist sozusagen wie ein Lichtcode, der in jedem Einzelnen von uns gespeichert ist. Die Blume des Lebens repräsentiert das ja letztlich auch, dieses perfekte, vollkommene Muster, das irgendwann mal im Seetempel, glaube ich, in Ägypten entdeckt worden ist. Gibt es ganz wunderbare Beschreibungen auch im Buch von Drunvalo, in den Büchern von Drunvalo Melchisedek, die Blume des Lebens, wo so dieses Finden dieser perfekten göttlichen Ordnung in diesem Symbol der Blume des Lebens beschrieben ist, die letztlich in jeder einzelnen Zelle von uns sitzt und geschrieben ist. Und wenn man sich das immer wieder mal bewusst macht, ja auch, dass wir unsere Zellen komplett erneuern, dass sich verschiedene Zellen in verschiedenen Abständen. Ich glaube, die maximale Dauer, bis sich eine Zelle komplett erneuert, sind 7 Jahre. Und wenn man sich das bewusst macht, dass alles immer wieder neu gemacht wird, dass in unseren Zellen das Wissen ist, wie sie sich selbst neu gestalten, also alle Körperzellen, ja, alle Organe sozusagen, wie kann es dann sein, dass wir an Krankheiten erliegen? Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Mysterium. Ist denn die Kraft unserer Gedanken und unserer Unfähigkeit, unserer Kleinheit, unseres Schmutzes und so weiter, in all dem, in dem wir uns eben sozusagen bewegen und auch gefangen halten, so mächtig, dass es möglich ist, dass die Körperfunktionen, die Körperinformationen, die Prozesse, die normal im Körper laufen, einfach quasi ich nenne es jetzt nochmal Gedankenmüll oder durch diesen Müll, den wir eben in uns tragen, ja, aus Gedanken, Emotionen, Giftstoffen und so weiter, das einfach möglich macht, dass das so ist. Das ist einfach mal eine Einladung, darüber nachzudenken, ja, wer wir eigentlich sind und wie sehr wir uns reduziert haben. Und Carina hilft uns wirklich, uns daran zu erinnern, dass dieser heile, vollkommene Kern, unsere Essenz in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert ist, die göttliche Reinheit. Carina ist wirklich das Siegel, das ist energetisch das Bad, das der hohe Priester nimmt, bevor er die nächste Einweihungsstufe, ja, in seinem Erleuchtungsprozess angeht. Und dieses Bad, das dürfen wir einfach nehmen. Ja, wir glauben auch immer, ich gehöre da auch dazu, ich muss noch dieses auflösen und jenes auflösen und da ist noch irgendeine Verstrickung und das und so weiter und wie viele Wiederholungsstreifen noch. Und wenn wir uns es einfach machen, dann dürfen wir uns bewusst machen, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen und manche Erfahrungen wollen wir eben ganz doll oft machen, bis wir den Schatz des Erkennens, der dahinter liegt. Ja, die Vollkommenheit ist in allem, in jeder Erfahrung, auch wenn sie noch so schmerzhaft oder ja, wie auch immer noch so schmerzhaft sein mag. Und Carina hilft uns, egal was immer geschehen ist, wer auch immer uns was angetan hat, was auch wir immer falsch gemacht haben, wie oft wir es einfach nicht kapiert haben und nochmal dieselbe Schleife gedreht haben, in diese göttliche Reinheit zu gehen. Und zwar so, sie ist immer da, sie ist in uns. Sie ist da. Ja, und wir gehen oft so viele Umwege durch Auflösen, durch tiefe spirituelle Arbeit. Das ist alles wunderbar. Ja, ich lebe davon. Aber in der Essenz geht es nur um das Erkennen, dass schon alles da ist. Wir suchen was und gehen wie so einen Umweg immer im Kreis herum. Und dabei ist die Essenz unserer Reinheit schon längst
gegeben. Es ist nur ein Bewusstwerden. Und wie dieses Bewusstwerden stattfindet, das ist eine ganz, ganz individuelle Reise. Aber tatsächlich kann das auch in einem Moment des Erkennens, dass ich diese göttliche Reinheit, diesen heiligen, vollkommenen Kern in mir trage, entfacht werden. Ja, und dann finde ich ihn und dann lebe ich ihn und dann ist es da. Und das ist eben, Carina, uns in diesen Zustand Vorgebung eines jeden Schmerzes zu bringen, in diesem Zuspruch, in diesem Zustand göttlicher Vollkommenheit, göttlicher Reinheit, ja. Und wir sind natürlich auf unserer Reise durch die Zeit oft in unserer Essenz verletzt worden. Ja, indem wir in unserer kindlichen Unschuld einfach kritisiert worden sind oder ja, beschmutzt worden sind, ja, durch Übergriffe, durch Gewalt, durch Missbräuche. Das sind alles Verletzungen der Essenz, aber unsere Essenz wird eigentlich immer dann verletzt, wenn wir nicht wir selbst sein können. Das erleben oft kleine Kinder so mit einem ganz offenen Herzen. Ja, die einfach der Welt begegnen, völlig wertungsfrei und sie machen Fehler und werden kritisiert. Meine Tochter weist mich oft darauf hin, wenn ich an ihr rummotze, nicht schon wieder zu spät jetzt, verpassen wir den Bus und so weiter. Und sie, Mama, nicht schon wieder am frühen Morgen dein Vortrag, lass mich doch einfach mal so, wie ich bin, wo ich dann denke, ja, genau, da fängt es an. Ja, wie oft habe ich ihr das schon gesagt, einfach nur durch die Routine des Alltags, ja, dass sie nicht gut ist, so wie sie ist, dass sie nicht perfekt ist, so wie sie ist. Und sie macht mich aufmerksam und sagt, lass es doch bitte nicht schon wieder jetzt um diese Uhrzeit. Was mache ich denn gut? Und ich bin dankbar, dass sie mich daran erinnert, ja, weil ich ganz genau weiß, auch was es mit mir gemacht hat, diese ewige Kritik. Und all das Wissen, was ich habe und all die vielen Klienten, die zu mir kommen, denen ich helfe, wirklich diesem Schmerz zu begegnen, haben nicht ausgereicht, um nicht weiter rumzumeckern sozusagen und eben auch meiner Tochter zu sagen, dass sie nicht gut ist, so wie sie ist in der Tiefe, ja, weil mich das jetzt eben stört, wenn wir den Bus verpassen oder was auch immer. Ja, und dass sie in diesen Zustand Vergebung des Schmerzes wieder gelangt und dass ich in diesen Zustand Vergebung des Schmerzes gelange, in der Bewusstheit, dass ich quasi, ja, etwas tue, was sie aus ihrer, was ihre Essenz verletzt. All das ist Carina. All das ist Carina. Ja, und Anada hilft uns wirklich, voll und ganz auf der Erde anzukommen, voll und ganz dieses Leben endlich anzunehmen, das wir gewählt haben. Wir haben dieses Leben gewählt, auch wenn es noch so anstrengend und noch so schwierig ist und noch so voller Herausforderungen. Wir wollten das alles erfahren. Genau auch diese Zeit, in der wir jetzt sind, was für viele so schwer unvorstellbar ist, dass wir das freiwillig uns ausgesucht haben. Ich gebe es zu, das geht mir manchmal auch so. Aber Anada hilft uns wirklich vollumfänglich hier anzukommen, ja, uns sicher zu fühlen in unserem Körper, in unserem Leben, das Vertrauen in das Leben zu haben, das Vertrauen in die Erde, in den Kosmos, in diese Ordnung, dass eben alles genau so richtig ist, wie es jetzt ist, weil es genau so von uns allen gemeinsam erschaffen wurde. Und den nächsten Moment erschaffen wir alle gemeinsam auch wieder, aber eben nicht durch Verweigerung und nicht durch Widerstand, sondern durch die Annahme, durch das absolute Ja. Und dieses absolute Ja kann immer nur geschehen, indem ich Ja, dieses absolute Ja zu meinem Leben spreche, zu dem Umstand, in dem ich jetzt bin. Und das bedeutet nicht, dass der auf alle Zeiten so bleiben muss. Aber durch die Annahme wandelt er sich. Und diese Annahme kann eben nur geschehen, wenn ich da bin, wenn ich in der Erdung bin. Nur dann bin ich sicher. Nicht, wenn ich mich in Gedanken verliere und in tausend Sicherheitskonzepten, was ich noch machen kann, um mich zu schützen. Ja, Menschen, die über die Maßen viele Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Haus erschaffen, damit nicht eingebrochen wird. Da wird meistens eingebrochen. Warum? Weil es einfach im Feld ist. Ja, es bedeutet nicht, dass man die Türen offen stehen lassen soll und jeden einladen soll. Nimm dir, was du möchtest. Das meine ich damit nicht. Aber je mehr Angst ich vor was habe, umso weniger bin ich im Körper, umso mehr bin ich in der Zukunft, in der Kontrolle, im was kann ich richtig machen, was kann ich vermeiden, falsch zu machen, damit ja dieses und jenes nicht geschieht. Ich komme wieder aus der Jetztkraft heraus. Und ich bin nicht in der Erdung. Und Anada hilft mir, in diese Erdung zu kommen. Anada ist das, was die ewige Liebe und Güte reichlich in sich aufnimmt. Ja, und wenn ein Paket ich mir wünsche, ein Geschenk ich mir wünsche oder etwas bestelle auch, dann muss ich da sein, damit ich es in Empfang nehmen kann, damit ich das Paket annehmen kann. Und wenn keiner zu Hause ist, dann kann ich mir die schönsten Wünsche und Träume vorstellen und visualisieren, sie kommen nicht in mein Leben, weil niemand da ist, der dem Postboten die Türe öffnet. Das ist die Basis. Es ist wirklich die Basis,
ja, im Leben voll und ganz präsent zu sein. Und dabei hilft uns Anada, ja, alles, was mit dem verletzten Urvertrauen zu tun hat, aufzulösen. Das geschieht oft schon bei der Geburt, wenn die Geburt traumatisch war oder ja, auch vorgeburtlich. Ja, wenn die Einheit des, mit der Mutter eben durchtrennt wird, ist ganz entscheidend, wie war der Start in dieses Leben? War das kalt? War das geborgen? Lag ich vielleicht im Brutkasten? Wurde ich isoliert? Ging es meiner Mutter schlecht? Das sind alles viele Fragen oder viele, viele Antworten oft auf die Fragestellung, warum Menschen eben kein Urvertrauen haben. Und da kann ganz schnell eben auch ein Teil der Seele verloren gehen, sprich, dass die Fähigkeit fehlt, dass das Urvertrauen nicht gegeben ist oder nicht gelebt werden kann. Das sind dann Menschen, die alles kontrollieren müssen und eben unsicher sind, fahrig, ständig irgendwas verlieren, meistens Geldprobleme haben und so weiter. Und Anada darf auch heute zu all jenen oder dieser fehlende Seelenanteil des menschlichen Urvertrauens, des irdischen Urvertrauens, nenne ich mal, darf heute auch zu all jenen zurückkehren, diese Fähigkeit, denen eben dieser Teil der Seele fehlt. Ja, und Lemati ist das göttliche Urvertrauen, ja, das Kleine, das sich an das Große anlehnen darf, um über sich selbst hinauszuwachsen. Ja, was diesen Schmerz wirklich heilt, den auch für sehr viele hochspirituelle Menschen haben, dass die Liebe Gottes für alle gilt, nur eben für mich nicht. Ja, dass wir alle geliebt und getragen sind und dass es nichts gibt, was wir tun können, dass wir aus dieser Liebe herausfallen und dass diese Liebe nur das Allerbeste für uns möchte, dass es noch so viel mehr gibt, was uns geschenkt werden soll, als das, was unsere größten und kühnsten Träume sind. Diese Liebe möchte, dass zu deinem höchsten Wohle wirklich alles ist. Und wenn du in diesem Vertrauen sein kannst, dass alles zu deinem höchsten Wohl ist, ja, dass du vielleicht jetzt im Moment gerade etwas nicht bekommst, was du dir so sehr wünschst, dann darfst du wissen, gibt es etwas noch so viel Besseres, was diese Liebe für dich bereithält. Und das ist wirklich, wenn wir in unserer Essenz sind, in unserer Essenz auf der Erde sind und dieses göttliche Urvertrauen leben, dann sind wir von guten Mächten sowas von geborgen und können wirklich nicht nur getrost warten, was morgen sein wird, sondern wir dürfen uns wirklich darauf freuen. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld, wie nenne ich das denn heute einfach mal, die Essenz im Urvertrauen, deine Essenz im Urvertrauen, im göttlichen Urvertrauen erden, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Karina, Om Anada, Om Lemati, Om Karina, Om Anada, Om Lemati, Om Karina, Om Anada, Om Lemati, Om Karina, Om Anada, Om Lemati. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, an dem du wirklich deine Essenz voller Urvertrauen erden kannst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Brittas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Brittas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Brittas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Brittas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.